Weiter geht's! Nein! Verdammt! Wir wurden entdeckt! Komm rüber hier. Sie müssen von uns einen anderen Weg hier rausfinden. Vorzugsweise einen, der nicht direkt zu einer feindlichen Einheit führt. Ja, Mann. Gehen Sie einfach weiter Richtung Kontrollraum. Lassen Sie... Oh Gott, Sie haben mich gefunden! Hilfe! Ja, wir kommen! Wo sind Sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle, ja. Erstmal gucken wir, was hier drin liegt. Hier können wir noch so ein... Lock angucken. Die Rekonstruktion des Objekts ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Shepard, hier unten! Ja, ich helfe dir hoch, Mann. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Wir müssen von dieser Station runter. Ich gehe nirgendwo hin, bevor mein Bein nicht versorgt wurde. In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um hier wieder auf die Füße zu stellen. Ja, hoffentlich. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation! Ja, Mann. Medigel erhalten. Zack, jetzt gehen wir zurück. Umschalttaste. Wo ist das Medigel? Wo ist das Medigel? Aha. Adrenalinstoß brauche ich nicht. Was ist das? Ziehen. Ich ziehe den jetzt mal. Kann ich nicht. Wilson ist schwer verwundet. Er braucht Hilfe. Upsala. So, Junge, jetzt kriegst du von mir Medigel. Aber was ist... Wo ist das Medigel? Oh mein Gott, linke Umschalttaste, ich drück's doch. Kann ich das auf ihn benutzen? Zack, kann ich nicht. Das? Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oh. Naja. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Ja. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Dann lass uns mal abhauen. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Das ist unwichtig. Mir ist egal, wer wen hintergangen hat. Diese Max schießen auf uns alle. Wir klären das später. Wir müssen erst Miranda finden. Wir können sie nicht einfach zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Ich versuchte mir zu helfen, okay. Hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Echt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Sie hat einen Fehler gemacht. Die Shuttlebucht ist nur ein Paar. Hat Angst um ihr eigenes Leben. Oh mein Gott, sie kommen! Böse Max! So, ich möchte da jetzt gerne rüberhüpfen, bitte. Der kürzeste Weg zu den Shuttles ist durch diese Behälter. Ja, was soll ich machen? Ah, ich kann sie bewegen, glaube ich. Umschalttaste. Wo ist das Bewegungszeichen? Bewegenzeichen. Ziehen. So ziehen? Gute Reise! Aha. Ich nicht. Okay, kann ich irgendwas machen hier? Nee, ich raff's nicht. Und ich, wenn ich davor stehe, okay, jetzt habe ich es langsam gerafft. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet.
Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Ich trau ich nicht. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Hunde. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Sie haben gesagt, Sie würden zur Allianz gehören. Ich schätze es gar nicht. Die belügen mich. Ich habe sie nicht belogen. Kann ich sie erschießen? Ich war bei der Allianz, bevor ich mich Cerberus angeschlossen habe. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Was? Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Gut, gehen also Sie, gut. Scheißegal. Wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. So geht's, weiter. Datenpad hacken. Lass mir nämlich hier alles mit. Ah, ich trau euch allen hier nicht. Hier kurz Segment aus. Okay, 3 Versuche übrig. Starte Hack. Oh nein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich tun? Nein! Ach so, okay, ich begreif's. Ha, ist ja easy. Okay, okay, Starte Hack. Jetzt machen wir es nochmal. Okay, ich habe gerade wirklich mal einfach gar keine Ahnung, was hier abgeht. Okay, starte Hack. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. 3 Versuche übrig. Was soll ich denn machen? Ach so, okay. Nein! Oh, ich bin so verwirrt. Ah, okay, okay, okay. Versuchen wir es nochmal. Es ist langsam echt anstrengend. Nein! Alter, ich bin so verwirrt. Ich mach's einfach nicht. Es ist mir zu blöd. Ich kann gar nicht so schnell gucken. Oben gucken, unten gucken. Behalt das blöde Datenpad. Wir gehen weiter. Supermodus beendet. Oh nein. Voll im Ziel. Nein, ich hänge. Ich hänge. Ich habe keine Munition mehr. Was soll ich tun? Ich brauche Munition, aber ich habe nichts. Okay, Jungs, ihr müsst sie töten. Ich kann es nicht. Denn ich habe einfach mal nichts mehr an Moon. Kann ich auf den wechseln vielleicht oder so? Kommt, Jungs! Tötet ihn! Ja! Danke! Okay, ich brauch die Munition da. Okay, okay, jetzt. Sehr witzig, ich kann den einfach ziehen. Sie haben uns gesehen. Achtung, Kollision.
kann ich denn mit denen hier machen? Ach, das lädt sich jetzt alles noch auf. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Okay, okay, ich nehme erstmal. So, Zielsegment ist. Ach, leck mich doch am Arsch, das ist doch scheiße. Ach, dafür bin ich schon viel zu müde, um so einen Blödsinn zu machen. Das Testsubjekt wurde geborgen, aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich. Komisches Spiel. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch die Kurse erweitert. Yes, Baby, wir gehen einfach weiter. So, hier waren wir schon, weiter geht's. Oh Gott, wenn ich renne, kann ich noch nicht mal mich bewegen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ist hier was für mich? Oh, ein Kaffee. Ich trinke einen Kaffee. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... Sie hat ihn erschossen. Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Das war aber nicht nett. Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Nennen Sie das Wort. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Man weiß. Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ja. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, Sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Okay, was geschieht jetzt? Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Na, endlich. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nee. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Ach, ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Echt? Los, ab geht's. Juhu! Ui, sind wir auf Warp gegangen? Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Es war schmerzhaft. Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ja. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Ich hoffe doch. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie ihn zurückgelassen?
Das Kommando zu haben heißt manchmal, Befehle in dem Wissen zu erteilen, dass eigene Leute dabei sterben. Genau so ist das. Das darf aber keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Kaldan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ha. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Ihr langweilt mich mit euren Fragen. Los, aufhören. Oh nein, ich kann nicht persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Fan-Test als ausreichend. Ich weiß es nicht. Das Gesicht ist von irgendeiner amerikanischen Schauspielerin. Ich weiß aber nicht von welcher. Okay. So, dann laufen wir mal durch die Station. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Hey, Unbekannter, warte, ich komme. Aber nicht in dem, scheinbar. Okay, dann gehen wir hier lang. Und jetzt sind wir... Unbekannter, rede mit mir. Hallo. Commander Shepard. Ja, hier ist er. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Sie mögen der Grund sein, warum ich noch lebe, aber das heißt nicht, dass ich Ihnen traue. Nee, würde Sie ich müssen auch nicht. Ihre persönlichen Gefühle vergessen. Die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Ja. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Doch, Sie und Sie ich, sind böse. Wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Nein. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgeben. Wo fangen wir an? Ich möchte jetzt irgendwas... Ich möchte Action. Sind, zeigen Sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass sie sich weigern würden. Natürlich sie nicht. Sie hat selten Unrecht. Hallo. Steht ein Shuttle bereit, ich hab gesagt, wo fangen wir an, Mann? Zu bringen. Der letzten Hörst du mir nicht zu, du Johnny? Miranda und Jacob werden sie ja. helfen. Ich beschaffe, was sie suchen und komme sofort wieder zurück. Freut mich, das zu hören. Ja. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Okay, darf ich los, Wer bitte? Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Ja, Sie sind mein Held. Also können wir loslegen. Okay, Escape, um Gruppenpunkte zu vergeben. Gruppe. Um mit Gruppenpunkten ein Upgrade ihrer Kräfte zu erhalten, wählen Sie neue Kraftstufe und dann Rang erwerben. Okay, unter Ihrem Bitte. Okay. So. Abtrünniger Vorbild. Disruptor-Munition. Muss ich alle Ringe erwerben? Kosten 4 Gruppenpunkte. Wie viele Gruppenpunkte hat der Flori denn? Oh, ich habe 2. Naja, gut. Dann nehmen wir erstmal das Rang erwerben. Kampfmeisterschaft. Sie härter, schneller und charismatischer. Oh, ja. Nein, ich würde... Hallo. Ach, ich habe keine Gruppenpunkte mehr. Okay. Gruppe kann ich nur... Okay, kann ich nur mich als Gruppe? Das ist ja doof. Ich möchte allen Gruppenpunkte geben. Naja, Nerd for Life. Machen wir. Zack, und schon können wir weiterlaufen. Gelehrter, schalten die 15 Mass Effect. Bla bla bla. So, jetzt rede ich mit Irmchen. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Sie klingen neidisch. Was ist los, Lawson? Sind Sie besorgt, dass Sie nicht mehr seine Nummer 1 sein könnten? Besorgt. Ich habe meinen Wert für den Unbekannten bereits bewiesen.
Warten wir ab, ob sie dazu auch in der Lage sein werden. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Ja. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Auf Wiedersehen. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Okay. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Das war das Gameplay, das nächste Folge.